Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Inazuma 11 in einer neuen Aufnahmesession tatsächlich. Wir waren stehen geblieben, damit Shadow anzuwerben. Wir werden jetzt zu lange warten. Wir bleiben hier stehen, bis sie durchruft. Nein, auf zum Fluss. Da wollten wir hin. Gut, dass es da steht. Ich hätte es sonst vergessen. Ich hoffe, sie beeilt sich damit. Nun, dann joggen wir mal zum Fluss runter. Sollte nicht allzu weit sein. Und hier das Tor. Oh, hi! Na du? Hey, was ist los, Axel? Willst du wirklich schon heimgehen? Lass gut sein, Mark. Er hat doch klar und deutlich gesagt, dass er dem Club nicht beitreten will. Aber die Okkulte und ihr Hai verwendet doch wirklich so einen Fluch. Da sind wir doch verloren, wenn wir nicht mindestens eine Spezialtechnik wie den Feuertornado haben. Sei nur still und verlass dich nicht auf den. Das Ass des Reimann-Teams bin immerhin ich. Aber... Was bedeutet schon so eine Spezialtechnik? Wir sollten lieber schnell zum Fluss trainieren. Stimmt. Wir können uns nicht ewig auf Axel verlassen. Nicht so gut, Axel. Wir gehen jetzt zum Fluss. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dir aber gerne nachkommen. Geht klar. Obwohl ich nicht glaube, dass das so schnell passiert. Also gut. Dann geht's jetzt los. Zum Fluss! Was ist schon dieser Feuertornado? Ein bisschen Übung könnte ich doch auch so einen. Bestimmt. So, wir wollen zum Flussufer. Aha! Spontanes Ohrkratzen. Ich meine, spontanes Ohrjucken. Alter, ach, muss das gerade jetzt sein? Oh, furchtbar. So, ist hier irgendwas von meinem Interesse? Ja, das könnte von meinem Interesse sein. Hey Mark, bist du es? Ich glaube, da möchte dich jemand kennenlernen. Komm ins Clubhaus, da erzähle ich es. Und sehe wie einfach... Wihum! Wieder zurück. Ist ja nicht so, dass wir gerade von da gestartet sind. Doch mit Absicht gemacht. Die hat gewartet, bis wir hier aus dem Tor raus sind, um uns dann anzurufen. Ich wette es. Platz da! Aus dem Weg! Ich will meine Fluffelbirne ins Team. Sofort! Los! Aus dem Weg! Mach die Tür auf. Ich trete sie auf einmal, falls nötig. Wo ist er? Wo? Die Suche war erfolgreich. Ja, das weiß ich, aber wo? Möchtest du sehen, was meine Suche ergeben hat? Ja gut, dann zeige es mir. Oh. Hm. Überraschung, Überraschung. Dass sie Shadow findet, wenn ich den Namen Shadow eingebe. Interessant. Ja, den möchte ich gerne finden. Bring ihn mir. Vom Heimweg-Club. Ist mir egal. Los. Ja, werb ihn an. Anscheinend ist er immer vor den Spinden im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Okay, hinter. Hinter, er darf uns nicht entkommen. Los, 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 los. Umstell das Gebäude. Kevin, du übernimmst die Fronttür. Die anderen beiden, ihr sichert den Hinterausgang. Und falls er die Treppe hochgehen will, haltet ihn fest und schubst ihn runter. Hey, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du meinem Team beitrittst. Fußball? Weißt du nicht, dass ich ein Wesen der Finsternis bin? Umso besser. Brauchst du mich für deinen Club? Aber unbedingt. Na, du scheinst ja keine Angst vor Dunkelheit zu haben. Interessant. Wenn du willst, spiele ich mit euch. Gib Acht, dass dich meine Finsternis nicht verschlingt. Ach, weißt du, Shadow, deine Finsternis kann mich von ruhig aus so oft verschlingen, wie sie will. Oh, hallo Axel. Es ist ja überhaupt nicht seltsam, dass du das bist. So, in unser Team. So. Tada! Kannst du auch irgendwas Tolles? Guck mal, du kannst eine Spezialattacke und es ist die Schattenattacke. Eine Verteidigungstechnik als Stürmer. Ach. Und die Leute fragen sich, warum ich Shadow immer nach vorne nicht nach vorne stelle, sondern ins Mittelfeld oder als defensiver Verteidiger. Als defensiver Verteidiger. Ja. Finde den Fehler. So, jetzt sieht meine Welt doch gleich ein bisschen bunter aus. So, jetzt gehen wir aber zum Flussufer. Bei allen Zeit kann sich eigentlich auch von da verziehen. Ich glaube, ich möchte lieber Max vorne haben. Ich könnte auch Nathan nach vorne nehmen. Mist, auf Kevin können wir nicht verzichten. Die Sau nehmen wir mit Nathan nach vorne. So. Hast du gehört, Kevin, du bist momentan unverzichtbar für uns. Ich habe gar nicht geguckt, ob hier irgendwelche Schatztruhen stehen. Da steht doch einer.
Lecker Müsli-Riegel. Wie lange der da wohl ist? Der ist sogar schon aufgemacht. Der noch gut ist. Ey, lass mich durch. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas? Ist da oben. Aha. Versuch doch die Auswahl des Manga-Clubs zu schlagen. Ja, von mir aus, wo ist mein Stylus? Da ist mein Stylus. Du bist nach vorne. Du bist nach vorne. Auch nach vorne. Du bist auch nach vorne. Wir passen einfach nach hinten. Oh, hoffentlich kriege ich den jetzt auch. Danke! Na, da sollte der Ball eigentlich nicht gehen. Shadow, auf ihn. Na gut, dann eben nicht. Dann grätschen wir die Sau jetzt einfach um. So. Jetzt aber. Butza. Fertig. So, das gab gleich ein Level up. Sehr schön. Darf ich jetzt in die Truhe gucken? Danke. Super, ein paar Lernpünktchen für uns. Bank, lässt du mich durch? Danke. Hi hier. Was fällt euch eigentlich ein? Ich könnte doch hier nicht einfach auf dem Platz. Wir sind gerade beim Training. Aus dem Weg, ihr Zwerge. Den Platz brauchen wir jetzt wir. Was soll das denn? Hey, Kevin, was machst du denn da? Wenn ich nur auf einen richtigen Platz trainiere, dann lerne ich auch ein oder zwei Spezialtechniken. Einen Moment. Wartet kurz, Kinder. Besonders sportlich seid ihr gerade nicht wirklich. Entschuldigung, wir kommen von der Schule, aber da ist immer der Fußballplatz belegt. Ah, verstehe. Und ich verstehe auch, dass ihr unbedingt Fußball spielen wollt. Also gut, wenn ihr schon mal hier seid, wie wäre es mit einem Spiel gegen die Kinder? Von mir aus. Hey, keine blöden Witze. Haben wir wirklich Zeit für so etwas, wenn demnächst ein wichtiges Spiel ansteht? Einen Moment. Wenn ihr denkt, das sind ganz normale kleine Kinder, erlebt ihr eine böse Überraschung. Diesen Kindern habe ich all mein Wissen über Fußball vermittelt. Wenn die jeden Tag hier trainieren, spielen die sicherlich nicht so schlecht. Also gut, dann zeigt mal, was ihr könnt. Hey, ist das wirklich dein Ernst, Mark? Na gut, da hilft wohl alles nichts. Aber unterschätzt uns bloß nicht. Touch mal bereit? Oh yeah! Heiße Phase starten. Drücke L- und R-Taste gleichzeitig. Vorspiel ist das nur einmal möglich. Die heiße Phase. Mehr Schusskraft. Mehr Zweikampfstärke. Techniken kosten noch ein Drittel der TP. Drei Viertel. Das Flussufer. Pass bloß auf! Nicht mehr auf den eigenen Platz trainieren dürfen. Das ist ja echt peinlich. Das hier ist unser Platz, verschwindet. Wir haben unsere Gründe. Genau. Und vor Älteren haben wir sogar Respekt, wie sich das gehört. Wir wissen ja, dass ihr auch nur Fußball spielen wollt. Aber wir müssen nun mal trainieren. Los geht's. Geben wir alles. Das wird echt peinlich, wenn wir gegen ein paar Kiddies verlieren. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir dich gleich rausnehmen und Shadow dafür reinstellen. Ja, das ist auf dem gleichen Level ein ziemlicher Unterschied. Ich glaube, das ist gerechtfertigt. Super, ja, unser Sturm, das sind zwar Holzköpfe, sehr schön. Hoch. Ich glaube, meine Taktiken gehen immer erst auf höheren Levels auf, aber soll's. Normalerweise kann man die KI in solchen Elverkämpfen nämlich sehr leicht ausbluten, indem man den hier hochlaufen lässt, hier hinpasst, mit dem Stürmer hier in die Mitte hochläuft und dann zurückpasst.
Das geht normalerweise ziemlich gut, nur ich glaube, unsere Spieler sind dafür noch nicht stark genug, um akkurat genug passen zu können. Leg die einfach mal nach oben. Ball geht dahin. Ja, dafür sind unsere Werte nicht gut genug. Nathan, auf ihn. Auf ihn, Nathan. Auf ihn. Hau ihn um. Max, nicht dran vorbeilaufen. Nathan, jetzt enttäusch mich nicht. Grätsch ihn um. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mir egal, ob es Kiddies sind. Wir sind auf dem Fußballplatz. Das heißt, wir sind im Krieg. Aus dem Weg. Voll im Kopf rein. So gehört sich das. Den Ball solltest du vielleicht auch mitnehmen. Es wäre vielleicht nicht so verkehrt. So. Ich hätte, glaube ich, eher passen müssen. Oder vielmehr erschießen müssen. Wenigstens sind unsere beiden Stürmer gegen den Torwart im Elementvorteil. Wow, so geht's auch. Tor! Greift gleich wieder an, Leute! Sehr schön. Erstes Spiel. Shadow macht gleich ein Tor. So gefällt mir das. Habt ihr das gesehen? Hey, du! Das war dein erster guter Schuss, oder? Genau genommen ja, weil das war sein erstes Spiel. Zumindest bei uns. So, die stellen wir gleich mal wieder hoch. Guten Tag. Und dann haben wir den Ball nämlich auch schon wieder. Den nehme ich. Vielen Dank. Darüber. Nein, wir heben nicht, wir schießen. Ne? Und damit werden wir beim 2:0. Tata. Tja, so ist das Ende im Fußball. Ah, verflixt. Nochmal lasse ich das ganz bestimmt nicht zu. Versucht es zu verhindern. So, wieder kurz hochstellen. Wasser. Oh, ich mache eine heiße Phase. So, Max, dann setz dich da mal durch. Dankeschön. Lauf, Shadow, lauf! Hau ihn weg. Oder um? Hau ihn rein. Mach. Ach, egal. Schieß einfach. Los, Kevin, hol ihn dir. Oder lass es bleiben. Das ist deine Sache. So, weg mit dem. Den Ball brauche ich. Dankeschön. Na, zählt das noch als Abseits? Nein. Dann schießen wir gleich nochmal. Luzer. Mir hat das sehr gut gefallen. Habt ihr sehr gut gemacht, Jungs. Jetzt wird's langsam interessant. Freust du dich wirklich so, dass du ausnahmsweise mal das Tor getroffen hast? Naja, ich hatte schon gerade das zweite Mal hintereinander getroffen gegen euch. Und das in ziemlich kurzer Zeit. Da würde ich mir mal Gedanken machen an eurer Stelle. Ja, du musst da stehen. Sein Einsatz, Sam. Hau ihn um! Dankeschön. So, jetzt mit einem schönen Kopf darüber. Sehr schön. Da hat sich unsere Addition im Sturm ja gelobt. Wie gefällt euch das? Habt ihr das gesehen? Ah, verflixt. Nochmal lasse ich das ganz bestimmt nicht zu. Ja, das will ich sehen. So, wieder kurz hochstellen. So, ihr zwei. Das habt ihr gut gemacht.
Das war doch kein Foul, Schiedsrichter. Ich bitte dich. Der hat sich fallen lassen. Okay, wir machen Folgendes. Leute. Was wurde euch... Habt ihr jemals Fußball... Habt ihr jemals eine richtige Fußball-Trainingseinheit gehabt? Ihr habt wohl auch noch nichts vom Abseits gehört, oder? So. Oh, ist eure Hasefase. Genau das. Ach Leute, das war doch jetzt niemals ein Foul. Was soll denn das? Ach, darf ich die Abwehr schon wieder hochstellen? So, weiter gehen wir nicht. Ich meine, wir könnten rein theoretisch bis zur Mauer gehen, aber will ich das? Ja, ich glaube, das mache ich. So. Na, ist hier noch irgendjemand? Ich habe keine Lust, irgendeinen zu übersehen, dann auszusehen, das Abseits aufzumachen. Den nehme ich. Vielen Dank. Auf geht's. So. Und Tor. Tor! So macht das Spaß! Ich glaube, wir sind bereit für die Nationalmannschaft. Und? Wie gefällt euch das? Freust du dich wirklich so, dass du ausnahmsweise mal das Tor getroffen hast? Mal wieder. Also ist eigentlich egal. Oh, ich wollte gar nicht ins Menü gehen. Nein, jetzt ist eigentlich egal, was wir machen, denn die Halbzeit ist gleich vorbei. Dürfte eigentlich gleich soweit sein. Dankeschön. So. Und jetzt meine Frage. Müssen wir tatsächlich noch eine Halbzeit gegen die spielen? Ja, genau so machen wir jetzt weiter. Bis zum Schlusspfiff. Hey, was macht ihr denn? Wir dürfen doch auf keinen Fall verlieren. Mach mir keine Angst, Captain. Mist, gegen Schüler von der Junior High School können wir doch auf keinen Fall verlieren. Ja gut. Man bedenke den Altersunterschied. Sagen wir es so, wenn wir in 20 oder 30 Jahren nochmal gegeneinander antreten, dann werdet ihr diejenigen sein, die gewinnen. Aus ganz obligatorischen Gründen. Bis dahin sind unsere Knochen so kaputt, dass wir nicht mal mehr geradeaus gehen können. Es sei denn, wir machen euch bis dahin noch viel kaputter. Doppelpass. Oh, so, ich meine, Kevin geht langsam mit dem Pust aus. Das ist aber nicht gut. So, Max, du musst mal kurz intervenieren. Dankeschön. Wo? Da. Okay. Lauf, Sammy, lauf! Naja, egal. Dankeschön. Schießen wir einfach mal. Wir können uns das ja leisten. Butzer. Ich finde das immer schön, wie sich der Ball hinter dem Torwart da auflöst in der Animation. Brauchen wir die Wiederholung nicht ansehen. So. Habt ihr das gesehen? Verflixt. Nochmal lasse ich das ganz bestimmt nicht zu. Mal kurz wieder hochstellen. Ist immer so schön, da kann man die Gegner mal schön so in die Falle locken. Steht da nämlich vielleicht wieder. So, den nehme ich. Vielen Dank. Mit Kusshand gibt's den. Ah, den kriegst du. Ah, den kriegst du. Kriegst du auch. Hoffe ich doch. Wehe, du schießt direkt. Mist. Okay, Timmy, hol ihn dir. Auf ihn! Na. Okay, den holen wir uns jetzt. Ach, ablocken. Ging daneben? Okay, dann. Wenn ablocken nichts nützt, dann müssen wir sie wohl oder übel weiter umgrätschen. Das tut mir leid. Wir lassen mir keine Wahl. Lauf, würde ich mal sagen. Wenn du da bist, kannst du gleich schießen.
Oh, jetzt verwendet der feine Herr eine Technik. Warum hat er das vorhin nie gemacht? Nicht genau genug. Wir bringen Spieler eurer Altersklasse also nicht auf die Reihe. Sagt der mit, Oh. Den nehme ich. Dankeschön. So, auf ein neues. Machst du jetzt wieder deine Technik? Tatsächlich. Meine Güte. Wieso packt die jetzt erst aus? Hätte mal eher auspacken sollen, die Sau. Bin über meine Füße gestolpert. Also, von Schüler in der Junior High School hätte ich echt mehr erwartet. Oh, danke schön. Putza! Meiner? Danke. Weil ich es kann. Wenn du irgendwann keine TP mehr hast, Junge. Der Ball geht rein. Wir gehen hier nicht eher von diesem Tor weg, bis da der Ball drin ist. Na, verflixt. Also von Schiller in einer Junior High School hätte ich echt mehr erwartet. Klappe. So. Das ist Staub. Rein damit. Ich werde langsam ungeduldig. Wir konnten unseren tollen Schnitt nicht halten. Und das nur, weil der Herr im Tor plötzlich seine Torwarttechnik auspacken musste. Puh. Tja, so ist das eben im Fußball. Hey du, war das dein erster guter Schuss? Keine Ahnung, sag du es mir. Ach, hier ist eh gleich Feierabend. Sag ich doch. Ja, das war's. Wir haben gewonnen, Leute. Oh, die von der Junior High School sind ja echt stark. Ach, Menno. Haben wir gut gemacht. Jetzt gibt's erstmal schön EP für uns. Haben wir uns verdient. Ah. Sowas könnte ich den ganzen Tag zugucken. Oh yeah. Da hageln nur so die Spezialtechniken auf uns ein. Ihr seid ja besser als erwartet. Nicht schlecht für ein paar Jungs wie euch. Ihr habt aber auch besser gespielt als erwartet. Wie läuft euer Training ab? Ich meine, wie läuft eigentlich euer Training ab? Oh, Herr Sweet hat da ein spezielles Trainingsprogramm für uns zusammengestellt. Er nennt es das extreme Power-Training nach Sweet. Was? Das klingt ja fast genauso wie der Titel von Opas geheimen Notizbuch. Opas geheimes Notizbuch? Bitte, Herr Sweet, dürfen wir auch an diesem speziellen Training teilnehmen? Naja, also ich habe damit kein Problem. Aber was meinst du, Maddie? Klar, warum nicht? Das Spiel eben hat schließlich ziemlich Spaß gemacht. Was? Jetzt sollen wir auch noch mehr trainieren? Heute sind wir aber alle schon ziemlich angeschlagen. Morgen ist doch früh genug, oder? Sag mal, was redet ihr? Schwachköpfe. Was denkt ihr eigentlich, wie viel Zeit uns noch bleibt bis zum Spiel? Wenn schon Grundschüler uns so in Schwitzen bringen, haben wir gegen die Okkult Junior High keine Chance. Das liegt doch daran, dass wir nach vorne nicht genug Druck machen. Wir haben gerade 7-0 gewonnen, wir haben genug Druck gemacht. Was? Ich gebe dir gleich Druck nach vorne. Bloß nicht. Hey, auseinander. Beruhigt euch erstmal, alle beide. Wir sind schließlich nicht zum Boxen, sondern zum Fußballspielen hier, oder? Genau, ganz richtig. Beruhigt euch erst einmal. Und dann trainieren wir zusammen, ja? Kommt, lasst uns anfangen. Extremes Powertraining nach Sweet macht total Spaß. Fragt sich nur, ob ihr auch extrem genug seid. Und ob wir das sind. Und ihr, los, mitmachen. Nanu, die Sonne geht ja gleich schon unter. Schade. Aber das Training war lustig, oder? Das sollten wir demnächst nochmal wiederholen, oder? Auf jeden Fall. Uns hat auch Spaß gemacht. Man merkt, dass ihr gern Fußball spielt. Aber
Es ist schon langsam Zeit, das Training für heute zu beenden, oder? Ja, stimmt. Was ist denn noch, Kevin? Schätze, das Training heute war noch nicht gut genug für mich. Ich bleibe noch hier und mache eine Weile allein weiter. Oho, da ist aber einer richtig motiviert. Schließe ich mich doch gleich an und... Hör dich doch bloß mal an. Ist wirklich besser, wenn du gehst. Lass mich ganz einfach hier in Ruhe noch etwas trainieren. Kann doch nicht gehen. Vorher muss ich... meine Technik. Kevin! Was ist eigentlich los mit dir? Das passt doch gar nicht zu dir. Allein den ganzen Kummer in dich reinzufressen. Machst du dir am Ende Gedanken wegen Axel? Hör mal, Kevin. Wie Axel spielt, das muss dich doch gar nicht interessieren. Glaub ganz einfach an dich selbst. Du hast schließlich deinen eigenen Spielstil, oder? Bis du den gefunden hast, werde ich bei dir sein, egal was ist. Manche Dinge, die man allein nicht schafft, schafft man nämlich ganz leicht, wenn man zu zweit ist. Mark, ich war ganz einfach nur neidisch. Axel Blaze ist ein viel besserer als ich, weil ich immer nur im Clubraum vor mich hingegammelt habe. Eine Spezialtechnik, wie er sie hat, kann ich nicht bieten. Und gegen die Royal Academy haben wir nur mit seinem Feuertornado gewinnen können. Ich will auch mal ein Stürmer sein, der das ganze Team begeistert. Deshalb will ich beim nächsten Spiel ein Tor schießen und das Spiel für unser Team entscheiden. So wie es Axel neulich mit seinem Feuertornado gemacht hat. Wie wäre es denn, wenn du dann deine eigene Spezialtechnik erfindest, die genauso stark ist wie seine? Unmöglich. Ich versuche schon die ganze Zeit, seit ich ihn gesehen habe. Aber mir fehlt wohl einfach das Zeug dazu. Kevin. Na, hört sich das mal einer an. Ich glaube, du wirst die Flinte zu früh ins Korn. Ach, das ist der alte Opa. Ich meine, du wirst die Flinte natürlich zu früh ins Korn. Ich kenne da eine Spezialtechnik, die für jemand mit deiner Schusskraft perfekt geeignet ist. Was, im Ernst? Was ist das für eine Technik, Herr Sweet? Schlag nach im extremen Powerträger nach Sweet. Die Technik heißt Dragon Ball. Dragon Ball? Mit deiner Schusskraft kannst du diese Technik meistern. Folge einfach meinen Anweisungen. Lauf noch etwas schneller. Bring deine Füße noch ein klein wenig weiter nach oben. Gib deinem Ball eine leichte Drehung mit auf den Weg. Stell dir einen Drachen vor, der am Himmel fliegt. Meine Schusskraft? Kann man auf die Art wirklich einen Ball mit Spezialtechnik ins Tor schießen? Ist schon okay, Kevin. Probier's doch einfach mal aus. Vielleicht ist die Technik ja total fantastisch. Ob du daran glaubst oder nicht, liegt ganz allein bei dir. Na gut. Vorher gibt ihr wahrscheinlich sowieso keine Ruhe. Achtung, es geht los. Das hat sich angefühlt wie... Kevin, ganz kurz hab ich hinter dir einen Drachen am Himmel gesehen. Das ist ja... Hey, Trainer! Diese Spezialtechnik scheint ja wirklich ziemlich speziell zu sein. Die muss ich unbedingt lernen. Also gut, aber mein Training ist nicht leicht. Bist du bereit? Mehr als das. Mit so einer Technik könnte ich schließlich auch mal in einem wichtigen Spiel... Na gut, aber bis zum Spiel bleibt uns nicht viel Zeit. Wir sollten also gleich zurück auf den Platz. Also, los geht's! Wenn diesen Schuss eben... werden wir auf jeden Fall noch vor dem Spiel perfektionieren. Na, wenn das so ist, dann wirst du bis zum Spiel nicht von meiner Seite weichen, Evans. Genau. Evans, könnte es denn wirklich sein, dass ausgerechnet jetzt und hier... Info, eine Sperre hat sich gelöst. Sprich mit Celia, um weitere Infos zu erhalten. Was machst du hier eigentlich? Und was geht in dir vor, wenn du dir das hier ansiehst? Beim Spiel bist du wohl nicht dabei. Du sagst es. Das mit deiner Schwester tut mir wirklich leid. Was? Dass du nicht mehr Fußball spielst, ist das deine Art von Buße, oder? Und das soll deiner Schwester helfen?
Wäre sie nicht vielleicht stolzer auf dich, wenn du nicht vor den bösen Erinnerungen weglaufen würdest? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Und was gibt dir das Recht? Als Vorsitzende der Schülervereinigung kriege ich so einiges mit an Informationen. Na, aber wie du und der Fußballclub miteinander umgehen, interessiert mich natürlich nicht wirklich. Von diesem Tag an trainierten wir jeden Tag bis zum Sonnenuntergang mit den Kindern am Fluss. Und dann kam der Tag vor dem Spiel gegen die Okkult Junior High. Also gut, morgen ist der Tag des Spiels gegen Okkult. Und dank Herrn Sweet sind wir alle auch viel stärker. Also, heute wieder Training am Fluss? Warte mal, Mark. Ich habe hier etwas für dich. Das soll dir Glück bringen. Ein Prachtarmband erhalten. Was ist das? Dieses Glücksarmband hat eine ganz besondere Kraft. Wenn du es trägst, fällst du den Leuten auf und sie fordern dich zum Trainingsspielen heraus. Ich dachte, es würde zu dir passen, weil es doch hilft, jederzeit und überall intensiv zu trainieren. Du solltest es anlegen und damit ein wenig herumlaufen, um vor dem Spiel schnell etwas zu trainieren. Danach fällt es dir sicher auch leichter, das eigentliche Spiel zu gewinnen. Das klingt tatsächlich ziemlich clever. Danke, Silvio. Gern geschehen. Nur eins solltest du dir merken. Wenn keiner aus deiner Vierertruppe das Band trägt, dann wirkt es anscheinend nicht. Also, viel Glück, Marc. Und morgen will ich zusehen, wie ihr das Spiel gewinnt. Kein Problem. Aber vorher müssen wir noch zum Training. Ja? Ja? Ah. Oh Mann. Heute schon wieder mit den Kindern spielen? Hey, nicht meckern. Machen. Erstmal im Dauerlauf zum Fluss. Morgen ist schließlich unser Spiel. Ja, das ist ja fast so, als hätten wir auf einmal zwei Kapitäne in der Mannschaft. Viel Erfolg alle miteinander. Was ist denn das? Einen Moment lang dachte ich, ich hätte da jemanden gesehen. Julia, ich... Super, wir sind auch passend fertig. Das heißt, wir können an dieser Stelle gleich cutten. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich wie mal, ciao.